Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier am Arsch. Wir sind jetzt unterwegs zum Feld Nummer 54 und beginnen mit der großen Ernte von Raps. Erstmal da anfangen bei 54, später auf der 44. Wir fahren mal den Drescher hinterher. Ich möchte mit drei Fahrzeugen ernten. Und dann kann ich mich voll auf ein Feld konzentrieren. Und brauche nicht auf mehreren Hochzeiten tanzen, ne? Ansonsten geht es dann weiter mit Belieferung. Der Zuckerfabrik. Was ich dazu sagen muss, das ist erstmal nicht so wichtig. Rüben bekam eine Ladung hin. Da muss ich noch Outdrive-Kurs fahren und ebenfalls mit Wasser und der Palette muss ich halt bringen, ne? Ist halt so. Ja, jetzt großer Konvoi, der Klaas ist schon da. Der wird auch dann gleich loslegen, sobald ich das alles geschafft habe. So, steigen wir aus. Mal laufen hier. So. Machen wir die Fahrzeuge Freistellung. Sonst. Ne, sobald der aufhört, dann fahren die. Ich weiß nicht, ob er drauf fährt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Könnte das störend sein, ne? So, ich wünsche euch allen einen schönen Samstag. Ist ja leider schon so weit, ne? Oder zum Glück. Kann man sehen, wie man will. Für mich ist es immer Freitag. So. Aber die Woche davor. Ich nehme ja immer meistens, versuche ich die Folgen aufzunehmen. Soweit wie es geht. Ich mache heute mal die Ausnahme mal zwei Sessions noch einmal. Bin jetzt bei der zweiten Session. Kette im Kopf soll ich wahrscheinlich auf dem Sonntag aufnehmen. Aber heute auf jeden Fall nicht. Das weiß ich jetzt schon genau. Ist auch nicht so geplant. So, X. Weil ich möchte ja noch bearbeiten und Möglichkeiten morgen Vormittag hochladen. Und es dauert ja auch eine Weile, das Hochladen. Also deswegen versuche ich das heute noch zu erledigen. Wir werden mal gleich mal ein bisschen rauffahren. So, dann werden wir mit dem Dreierband arbeiten und probieren. Klappt ja nicht normalerweise. So, wir werden programmieren. Also, Kursgenerierung. Für Vorgewende 1. Drei Fahrzeuge. Das machen wir deswegen so. Mit drei Fahrzeuge. Also mit einem Vorgewende 3 ist ja dann entsprechend 3. So. Zurück. Abstand machen wir ein bisschen größer. Knapp 200 Meter. Der LKW muss ich auf der Fahrkleine ab. Ne? Das ist. Ja, es gibt ja nicht so viel. Ja, oder 202. Lass mal ausmachen. So, ersten Wegpunkt. Und du bist in dem Falle links. Sag mal du. Zur Maschine. Jetzt sind wir zum zukünftigen Fahrer, ne? So, und hier gehen wir wie folgt vor. Hier werden wir einfach mal Kurs den suchen. 33, ne, das ist Quatsch. Meter. Das ist der hintere. Das muss genau temporär Kurs kopieren. Du bist dann. Geht nur links und rechts.
Hinten ist normalerweise Mitte normalerweise. Also von daher verbannt, aktiviert. Speichern wir nicht, werden wir nicht, weil oder nur dann machen wir es funktioniert. Ersten Wegpunkt. Und hier machen wir auch bei 200 Meter ungefähr. So, aber wir müssen hier noch Folgendes tun. Wir müssen noch Schneidwerk anbauen. Sonst geht das nicht. Ne? Kann man nicht. Okay. Hoch. Naja. Der hat ja nichts gemacht hier, der Bauer hier. Aber es kann daran gelegen haben, dass ich mal den Geomod getauscht hatte hinten drin. Der dann durcheinander gekommen ist. Sollte man nicht tun. Am besten gleich zum Anfang an. Reinnehmen, dann ist es gut. Ansonsten gibt es Schwierigkeiten. So, X. Wir haben auch noch auffahren, ne? Ist aufgeklappt. Du bist ja die Mitte. Die goldene Mitte. So, dann machen wir das aus. Und dann den nächsten, ne? Nächsten vorbereiten. Und der ist dann der rechte. Uhrzeit 07. Mal sehen, ob wir fertig kriegen, ne? In der Folge. Spätestens morgen. Also in dem morgen, ne? Nee, Quatsch. Folge morgen. Und deswegen liebe ich ja die großen Felder, da hat der ganze Aufwand. Mein Gott, da würde ich keine mit drei arbeiten oder so. Normalerweise hätte ich mit zwei gearbeitet, aber ich wollte noch einen weiteren Drescher kaufen, weil ich 2-2 arbeiten kann. Aber muss dazu sagen, etwas ungünstig geraten, dass die Felder voneinander weit entfernt sind. Sonst hätte ich das parallel gemacht. Wir müssen dann mal erstmal einklappen. Denn das so ist ein bisschen in Anführungszeichen ungünstig. Ne? Wenn ich 44 und dann hin und her springen müsste, das wäre, wenn es mal nicht gut läuft, schlecht. Ne? So, du musst das gleiche, immer den löschen. So, probieren. Du bist rechts. Also, du fährst rechts. Du bist rechts, du fährst rechts. Der wird aktiviert. Nehmen wir auch mal 200 Meter. Das gut ist, oder nicht? 100 Meter ist schon knapp. Früher war es 200 Meter maximal, jetzt wird es mehr. So, 2-1, egal. Ersten Wegpunkt, passt. Wir fangen beim ersten an. Und die fahren sie über den Haufen. Solange die Fahrzeuge nicht aktiviert sind, ist das ganze Abstandseingetrage sinnlos, weil es dann nicht so nicht klappt, weil er nie erkennt. Ne? Und tschüss. Gleich im zweiten. Und normalerweise müsste ich jetzt warten. Macht er auch. Wenn ich warten würde, dann wäre irgendwann so ein Fehler drin im Programm. Das wäre schlecht. Wieso war das so nicht? Aktiviert.
Zivilien. Und dann warten wir ein bisschen ab, bis er abgefahren ist. Vielleicht dann eine entsprechende Reaktion. Jetzt haben wir oben den Inspektor-Mod, wo wir schön sehen können. Aha. Ne? 18% gefüllt. Geht schon. Und Milch wird auch schon gefahren. Das gleiche haben wir irgendwann mal wieder machen mit Weizen, mit wieso fährt der jetzt gleich los? Okay, mal kurz an ausschalten, dann funktioniert das vielleicht. Oder dann klappt es. Der erste ist 30%. Gehen wir mal zum LKW. Können wir gleich mal die ersten abfahren. Dass wir ja nicht so stehen kommen, ne? Beziehungsweise, ja doch, wir werden vorne anfangen. So. Jetzt können wir die Plane aufmachen. Und vorne auch. Sonst würde ich hier mit LKWs, Traktoren fahren mit 2-3. Und dann könnten die ja entsprechend alleine abfahren. Ne? Aber so mache ich das ein bisschen auch mit. Ein bisschen abfahren macht auch Spaß. Das ist ein schönes Feld, das ist, lohnt sich. Vielleicht können wir noch, das sieht das täuscht, ob da hinten auch reif ist. Eine Million habe ich. Was ist da drin? Das ist erntereif, die 57, was könnte das sein? Das sieht nach... Hafer aus, ne? Hafer in meinem Fall. Ein guter Köpfen. Ah, nee. Das andere wäre besser, wenn das auch Raps wäre. Aber das war glaube ich nur Feld 10, glaube ich. So, der erste ist mit 61%. Der zweite mit 50 und 26. Und Milch, das läuft. Kühe waren wieder fleißig. Hat sogar noch Milch noch globalen Markt, wenn ich mich das echt täusche. Den können wir gleich mal abtacken. Das ist ja wer der Fahrt. Da muss ich ja nicht warten, bis er stehen bleibt, ne? Das Rohr, das täuscht immer gewaltig. Das ist ein Vollpfosten. Das war so nicht geplant. Ich komme noch nicht hin. Das wird ja so bei mir nichts. Ungünstig, Junge. Na dann, fahr mal weiter, Junge. Ja, dann muss ich warten, bis er stehen bleibt. Ne? Sonst ist das hohlos, ne? Oder sinnlos. Oder sagen wir so. Dann warten wir lieber ab, dann haben wir mehr von oder dauernd so trainieren. Aber so kommen wir auch noch heute fertig. Also heute oder morgen. Später geht es Richtung Feld Nr. 44. Das habe ich ja auch noch zu machen. Und vielleicht reicht das Geld für 10. Ich kann mal gucken. Dieselproduktion. Na, so viel Diesel brauche ich nicht. Das ist nicht notwendig.
für, ich sag mal, für meine Fahrzeuge brauche ich keinen Diesel. Und Kies und so Sand muss ich auch nicht unbedingt haben. Hier piept man das hier auch. Ja, genau. Eine verdorrte Stelle sehe ich gerade. Aber so geht es einigermaßen. Ist ja gleich voll. Na gut, dann wollen wir halt nachher eine Ehrenrunde fahren. Bisschen zurück können wir fahren, du, aber nicht so weit. So, liebe Schauer, das soll es dann auch heute schon gewesen sein. Ich sag mal schon Dank fürs Reinschauen. Dann sag ich mal tschüss, ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier, du Arsch. Mit der Ernte von Raps. Tschüss.